Oh. Dann noch einmal ins Büro und dann sind wir mit dem Kehren auf jeden Fall fertig. So. Müllsäcke, Anträge und Kerblech. Ab geht die wilde Fahrt. Fangen erstmal da unten bei der Treppe an. Weiter geht's. Weiter geht es, Freunde. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Lalalala. Ich kenne die ungefähren Kehrpunkte jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber ich weiß ja so ungefähr, wo ich überall war, so, weißt du? Deswegen ist das schon okay, wenn ich mich da so hinstelle und da so mache. Die müssen alle ungefähr richtig sein. Letztendlich fragt ja eh am Ende keiner mehr nach, weißt du?
Ich habe noch Lappen hier dabei in meiner Tasche, dann würde ich sagen, wenn wir mal hier ein bisschen Waschbecken putzen, Toilette putzen und so Zeugs. So, während das putzt, bin ich mal ganz kurz AFK, also bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder, da bin ich wieder. Waschbecken ist geputzt, jetzt putze ich gerade noch schnell und nebenbei die Toilette. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. So, einmal in den Sack rein, die ganzen Mülldinger hier. Komme ich nicht hoch. Scheiße. Muss ich so putzen. Auch hier noch mal schön putze, putze mache. Perfekt, perfekt. So. Die Scheibe ist sauber. Hier ist noch einer. Ups. Ich bin aus Versehen auf der falschen Taste gekommen und hatte die Aufnahme beendet. Das tut mir leid, Freunde. ihr habt es wahrscheinlich nicht wirklich mitbekommen, aber ich hatte aus Versehen die Aufnahme beendet. So, perfekt, perfekt. Bei so Scheiben, wo ich nicht richtig rankomme, da kann ich auch nicht ewig lange stehen zum Putzen. Ah, okay, das ist Tor, da wird keine Scheibe, denke ich mal, sein. So, dann wollen wir mal hier putzen. Hallo? Und hier sind sie sauber, die Fenster. Ja. Dauert immer ein bisschen, aber ich krieg das hin. Noch auf was Bestimmtes hier? Bitte. Wartest du jetzt auf was Bestimmtes hier? Ich mache hier sauber, ich bin Hausmeister. Hausmeister. Ja. Was? Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Klaus. Ich bin Paul. Grüß dich. Hallo, Herr Paul. Also schick sonst noch irgendwer hier gewesen jetzt? Ne. Was gewesen? War jetzt hier irgendwer noch? Vorhin war Herr Danny und so da, die sind mal kurz wohin gefahren. Okay. Danke dir. Ja, kein Problem.
War bestimmt ein Mitarbeiter, der sich gerade gefragt hat, was ich hier mache. Der das nicht mitbekommen hat, dass ich Hausmeister mache. Sauber, jetzt noch die hier und danach einmal durchwischen. Und weil ich bei der wieder nicht richtig rankomme, ist die jetzt auch fertig. So, dann die Müllsäcke weg und dann einmal durchwischen. So. Zwei Säcke waren das, die ich gebraucht habe. Und jetzt wird einmal durchgewischt. Durchwischen. Ah, hallo? Hallo? Ich habe eben die Scheiben geputzt und habe auch noch Dingens Waschbecken und Toilette geputzt. Nur, dass sie Bescheid wissen. Ich wische jetzt nochmal durch, dann wäre ich soweit fertig. Jawohl. So. Mike, das ja bestimmt nochmal an, der wird bitte? Ja, Mike wird ja bestimmt gleich nochmal kommen, ne?
Ja, weiß ich nicht. Ah, ich gucke mal. Gut. User left your channel. So, gleichwertig, Freunde, gleichwertig. Und jetzt noch mal hier komplett einmal durchwischen und dann sind wir fertig. Ich renne auch nicht oder so, weil ich finde, wenn ich jetzt normal durchlaufe, so, dann ist das halt so das Gefühl, als würde ich wirklich hier so durchwaschen, so, weißt du? Als würde ich hier wirklich wischen. Ich finde halt, wenn man das machen will, dann muss man sowas auch dementsprechend sehr entspannt machen. Das ist einfach so. User joined your channel. Super perfekt getimt.
Danny. Hallo? Hallo, Herr Danny. Hi. Ich wollte nur Bescheid geben. Ich wäre jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt gekehrt. Ich habe Fenster geputzt, habe Waschbecken geputzt, habe Toilette geputzt, habe nochmal komplett einmal rausgewischt. Für die nächsten 5 bis 10 Minuten bitte nicht mit den Schuhen reinlaufen, okay? Ja, wir kommen jetzt gerade wieder in die Werkstatt. Super, dann bis gleich. Ich räume noch meine Utensilien, die ich dafür brauchte, weg. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ey! Sag mal, ist das dein Ernst? Was denn? Ich hab da gerade frisch gewischt. Nehm ich auf meine Kappe. Ich hoffe, deine Reifen sind sauber. Guck mal, die sind doch wie neu. Okay. Der unglaublich hier. Hi. Gerade fertig geworden, frisch gewischt. Na, da fährt der Typ mit seinem Auto da einfach raus. Aha. Moin. Alles schick? Ja. Alles gut. Und selbst? Kann ich besser klaren, wie immer. Ja, das ist doch gut. Der Kollege hat schön gewienert. Ja. Aus, hä? Ja. Sieht wieder gut aus. Ja, wir sind schon den ganzen Tag hier unten in der Stadt. Das wird die Küste Autostelle. Moin, Schiffe! Na, alle fresh? Freilich. Sehr schön. Ja, so. Ich will gerade meinen Norden düsen. Ja, wir sind hier. Ja. Norden ist tot momentan. Ja. Naja, ich wollte doch mal das Auto mal ein bisschen testen auf der Strecke. Ja, mach das doch. Ja, mach doch. Aber versenk das Ding nicht in den Fluss wie ein anderer. Ich hab's schon gelesen, ja. Gut. Natürlich nicht schlecht. Wir hatten das geschafft. Kontrolle verloren, oder was? Ne, der wollte bremsen, ist nicht stehen geblieben, ist dann ins Wasser gerutscht. Oh, das ist schlecht. Also hat einen Sprung gemacht ins Wasser. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir mal an so einer gleichen Stelle den Meyers rausgeholt haben? An der Brücke? Selbe Stelle wieder, oder was? Ja. Können Sie mal ein Achtungsschild draufstellen oder so? Ja, ich geh mal kurz pieschen. Jo, mach das.
Ich hatte euch gerade über Funk nochmal, hab da schon mal guten Tag gesagt, aber... Ich hatte gar keinen Funk an, weil ich vorhin schon wieder 10.000 Mal Kopfschmerzen hatte. Ich bin gespannt, ob der die Toilette findet. Ich hab jetzt ausgelockt gerade. Naja, alles gut. Ich will mal eine Runde Testfahrt machen. Haben Sie gehört? Ich hab gesagt, ich bin gespannt, ob der die Toilette findet. So sauber wie die jetzt ist, kann man die glatt nicht mehr sehen. Ja, die war nicht toll, ne? Hey, jetzt ist er aber dafür umso toller. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Gut, gut. Bist du jetzt fertig, ne, Klaus? Ja, richtig. Ja, perfekt. War richtig überrascht, ja, wo ich ihn gesehen habe. Ja. Klaus macht jetzt unsere Halle sauber. Ja, gut. Gut, gut. Dann sag ich mal, bis später. Und viel Spaß an deinem freien Tag. Oder kommst du näher noch in Dienst? Ich will bloß mal eine Runde rumfahren, dann komme ich noch mal eine Stunde in Dienst. Ja, okay. Allzu lange wird es nicht sein, aber ich will jetzt mal kurz das Auto testen. Ja, kein Problem, mach das. Dann bis gleich bald. Bis gleich. Klaus? Ja, bitte? Gib mir mal deine Kontonummer. Meine Kontonummer. Okay. Bei Übersicht, oder? Nee, warte, das da oben, oder? Ja, auf deiner Bank. 362. Ja. Also nur 362 erstmal, ne? Ja. 043 943 0. Also 36, 20, 43, 15, 10. Richtig. Und dann? Die und dann. Achso, das war's? Okay. Das war's. So, Klaus, hast Geld auf dein Konto? Ja. Oh, ich bedanke mich. Ja, ich hab zu danken. Ich bedanke mich, das ist sehr großzügig. Ja, kein Problem. Für großartige Arbeit kriegst du dann noch großartiges Geld. Ja, richtig. Ja, wie gesagt, wenn du den nächsten Mal wieder Zeit hast, kannst du dann mal gerne wieder vorbeikommen. Ja, einfach anrufen, dann können wir Termin ausmachen, das ist kein Problem. Okay, alles klar, wunderbar. Der Herr Danny hat ja zum Beispiel meine Nummer. Alles klar, dann zeige ich ihm Bescheid. Richtig. Alles klar, Klaus. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und pass auf dich auf. Danke. Und gib nicht alles auf einmal aus. Nee, um Gottes Willen. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Abend. Ich bringe jetzt noch den Müll weg und dann bin ich, denke ich, auch für heute fertig. Weil ich habe vielleicht nachher noch ein Gespräch bei Polizei, ob ich da auch putzen darf. Ja, perfekt. Dann drücke ich dir mal die Daumen. Ja, drücke ich mir auch, nur nicht zu fest, weil sonst tut's weh. Ja, sonst tut's weh, das ist wohl wahr, ja. Richtig. Also dann, schönen Tag noch, Freunde. Jo, gleichfalls. Ciao, Klaus. So, super. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. 2000. So, dann einmal ab zum Steinbruch.
Ah, so, schön. Wieder ein Auftrag erledigt, Freunde. Wieder einen Auftrag erledigt. Moin Gerd, ich hab hier wieder ein bisschen was, bitte sehr. Schönen Tag noch. Nee, ich heiße Klaus. Ja, aber ich bin's doch, die Anneliese. Ja, hallo Frau Anneliese. Hi. Wo bist denn du gerade? Wie heißt der Laden hier? LSC. Bei LSC. Ich komm mal vorbei. Ja, der Kind. Der macht Party, ohne dass er mir was sagt. Ha, jetzt sag ich's dir, ich lade dich herzlich ein. Okay. Und hau Kane eine rein, weil der mich nicht Bescheid gesagt hat. Okay, mach ich. Super, danke. Okay, tschüss. Bis gleich. Bis gleich. Ah, ich denke, die Fahrt wird sich schon noch ändern, wenn ich jetzt hier lang fahre. Ich weiß nicht, wie das bei der ESC-Party sein wird, ob die Musik aufnehmen und so.
Deswegen gehe ich auf Nummer sicher und einmal für heute Feierabend machen. Außer ich krieg nachher noch den Anruf von der Polizei, dann putze ich natürlich bei der Polizei, beziehungsweise dann nehme ich das natürlich auf, wenn ich bei der Polizei nochmal vorbeifahre. So, dementsprechend haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.